Herzlich willkommen, hier ist eine Folge hier in Thüringen. Mir ist auf Feld Nummer 41 Gerste aussehen. Vielleicht schon für den Marsch, mal sehen. Ist zwar noch ein Jahr hin, aber mal geplant. Also ein Jahr im Geben. So, das werden wir ganz kurz Kurs programmieren. Erstmal einen alten Nummer löschen. Dann werden wir auf Wechseln, auf den machen wir jetzt Mitte. Nur rechts. Ah, geht nicht. Okay, dann machen wir mal Kursgenerierung und mal prüfen wir gleich, ob das so, das muss passen. Vorgewende, weich. Ah, okay. Mal rund probieren. Jetzt hier mal Parkkurs. Nach rund macht er genau die Ecken nicht mit. Aha, okay. Dann machen wir doch weich. Dann würden die Ecken mich vergessen hier. Das wäre doch etwas zu ungünstig. So. Und hier mal gucken. Hier ist links und rechts. Und mal generieren. Ein Fahrzeug machen, ne? Das macht dann nur eine Reihe. Und wenn wir normal fahren, ne? Ungünstig. So. Normalkontrolle machen, nichts versetzt. Das kann ruhig aktiviert bleiben, das ist mir egal, aber kann man deaktivieren. Ja. Und dann einstellen. Ja. Halt. 41. Aus. Aussaat. 15 Meter. Für später. Wer weiß. Könnte sein, schon mal gespeichert habe, wirklich. Dann muss ich mal einlöschen. So. So, jetzt läuft die Aussaat auf Feld 41. Muss man auf Feld 47 Restarbeiten machen. Hier mal eingreifen. Die parkt einfach ungünstig. Ein paar Einstellungen, das geht nicht. Wir können halt nur Platz machen, ne? Müssen wir die andere Richtung einstellen. Ich schaue lieber nicht hin. Und gut, da kann einer weiter arbeiten, ne? Sonst kommt der ja nicht fertig, ne? So. Entlassen. Den alten Kurs immer gleich löschen und dann muss ich gleich mal sehen, ob wir eine Arbeit machen können. Und zwar links haben wir schon fertig. Dann fahren wir nach, ja, wir fahren mal rechts. Ist ungünstig, ich muss die andere Seite auch noch machen. Also im Grunde ist es jetzt egal, da oben dürfte nicht so viel sein. Dann fahren wir an dem Ecke. Da was ist, machen wir eine coole Ansicht. Finde ich richtig cool. Ohne Scheibe gucken ist gut. Da raucht ein Rohr, ich sitze drauf wie auf dem Pferd, ne? Hallo. Lauf schneller, Pferd, lauf schneller. Das ist wie ein großer Rasenmäher, der alleine fährt, ne? Die gibt's ja auch schon. Obwohl, ich finde das Quatsch. Und die kosten viel zu viel und das Rasenmähen dauert nicht lange. Auf der einen Seite machen sie Mähen automatisch, auf der anderen Seite sagen sie, müssen ins Fitnessstudio gehen, weil sie Sport treiben müssen. Na, da haben wir schon mal Stellen gefunden. Mal X ausklappen. Machen wir die hinteren sich ansehen, damit wir sehen können. So. So und. Na.
und B. Der soll ja auf Feld Nummer 60 arbeiten. Aber das ist ja nach wie vor. Machen wir gleich mal das Maisheck machen hier. Kriegen nur gelöscht, wenn wir rüberfahren. Die haben schon Holz gemacht hier im Winter. Etwas Glück wird nochmal wachsen in diesem Jahr. Und dann können wir nochmal düngen. Aber jetzt haben wir Mitte, es wird nicht mehr wachsen. Man kann zwar düngen auch noch im Winter, aber nur so lange wie kein Frost ist. Und sobald Frost kommt, ist der Spaß mit Düngen vorbei. Aber das ist okay. So. Machen die Ecke noch mit und dann schon mal ganz hinten links nochmal. Das sind solche Stellen, die wir nicht verzichten können. So, ungewohnte Position. Ist ein bisschen zu breit. Für einmal fahren. Fahren wir die andere Richtung mal mit. Aber ist auch schön wendig, ne? Also auch zum zu der Amazone her gibt es keine Probleme. Erstaunlicherweise. Ja, die ganz großen Maschinen sind für diese Felder nicht geeignet, sei mal ganz vorsichtig, weil da zu viele Kurven sind, also man würde zu oft irgendwo hinhecken, ne? Und anecken und so, ne? Und mein Eindruck jedenfalls. Da kann man auch durch kleine Felder mit zur Not machen. Man muss ja mehrere Sämaschinen sonst haben, das ist ja ungünstig, ne? Hat man zwei mittlere und das ist ganz gut. Wenn wir gleich den Mais hier löschen, dann ist er weg. Ja, weil der KI-Bauer hat meistens mehr ausgesät, als bei der Ernte man wegkriegt. Ne? Also bleibt stehen. Überlegen, ob Sonnenblumen vorher flügen muss. Das könnte natürlich sein. Muss mal nachgucken. Die Frage interessiert mich jetzt schon. Mir war irgendwann sowas gewesen. So. Wachstum abgeerntet. Na, muss nicht gepflügt werden. Okay. Und dann ist er auch fertig. Haben wir Glück gehabt. Jetzt hätten wir noch einen Flug engagieren müssen mit einem großen Traktor in Neuerland. So. Mal gucken, ob wir Zeit. Jetzt so lang wird die Folge. Hat nichts mit euch zu tun. Das hängt mit YouTube zusammen. Die allgemeine Wiedergabezeit von einer Folge schlägt sich aus in der Häufigkeit der Vorschläge zum Zeigen. Das heißt, wenn jeder die 15 Minuten schauen würde, wenn ich 15 machen würde, dann wäre das gut, dann wäre die Wiedergabezeit gut, dann würde uns viele Vorschläge geben. Und wenn jemand 10 Minuten schaut, bei einer 50 Minuten Folge, ist es okay. Aber für den Algorithmus ist es schlecht. Deswegen machen sich 10 Minuten bei 15 Minuten positiver bemerkbar als bei 50. Ne? Nur deswegen, ne? Das schaue ich ein bisschen an die Folgen. Nicht zu lang werden und zweitens ist es auch den Vorteil, wenn sie im Zeitrahmen sind, dann habt ihr alle noch Zeit, auch bei anderen mal reinzuschauen. Denn ihr dürft ja überall schauen. Ne? Wäre schlimm, wenn ihr nur einen schauen würdet. Ne? Wäre ganz blöd. Ja, man muss ja auch
mitreden können, in Anführungszeichen. Und dann kann man sagen, oh, das ist verkehrt, hat der andere mal so und so gemacht. Ja, kann man gerne vorschlagen, ne? Man kann auch gerne darüber nachdenken. Wenn es bessere Methoden gibt, ne? Sicherlich, kann man machen. Sind ja nicht alle perfekt, sondern alle nur lernfähig nach Möglichkeit. Ja, für die Thüringen-Karte ist eine neue Karte in Arbeit. In Anführungszeichen neu sind dann gewisse Gebäude, teilweise Produktionen. Das erfordert aber einen neuen Spielstand. Das heißt für mich, irgendwann muss ich, ich fange mal nicht bei Null an, sag ich gleich. Gewisse Dinge kann ich ja übernehmen. Geräte, Maschinen, Felder sicherlich auch. Was ich kann, ist mit Geld gut schreiben. Also vorher die Summe aufschreiben, die ich hatte, als Bargeld und als Schulden und den Wert der Fahrzeuge. So, und dann werde ich mir das Geld gut schreiben und zum Schluss den Wert so wieder einstellen, wie vorher war. Ja, also, ich mache jetzt nicht jeden einzelnen Fahrzeug den Wert aufschreiben, sondern werde mir einfach eine Summe X aufschreiben, also überschreiben. Viel genug, also meist also eine Höhe recht hoch, und dann schreibe ich mir die Fahrzeuge vorher auf, die ich hatte und wieder haben möchte, und dann kaufe ich mir die entsprechend. Und dann werde ich auch die Felder kaufen, die ich hatte und habe, und auch die Wälder. Mein gutes Weiß, ich kein Wald aufgeforstet habe, weil Bäume brauchen ja ungefähr 7 Jahre ingehen, also das ist dann schon ziemlich lange. Aber im Winter wäre so eine Arbeit halt fertig gewesen, Wald aufforsten. So, wir sind bei Feld 60, das heißt erstmal den anderen runterholen vom Feld, erstmal, und rüberfahren zum Feld Nummer 12. Muss ich mal schauen, ob ich mit Schneidwerk höher gefahren komme. Wäre ja leichter, ne? Da vorne noch ein paar Eck mit. Nehmen wir mit. Sind zwar nur 18 Sonnenblumen, aber da vorne sind noch bitte ein paar. Und dann werden wir ja gleich wieder fahren zum Feld Nummer 12 und da schon mal anfangen. Aber da ist ein bisschen mehr. Dann müsst ihr mal die Felder begradigen, das wäre einfacher, aber gut. Das wäre nicht mehr Thüringen, ne? Aber nie angemacht. Rüberfahren bleibt nicht übrig. Junge. Ein paar haben wir gerettet. So. Hätte einer so stehen. Sollen die Vögel Ort haben, ne? So. Jetzt fahren wir Richtung Feld Nummer 12. Straße fällt ja aus, hier müssen wir ein Feld fahren, über unsere Wiese. In dem Fall geht es ja, weil die Wiese ja noch nicht gewachsen ist. Ist das nicht so tragisch. Die Wiese werde ich wahrscheinlich zum Frühjahr nochmal mähen und dann entsprechend Mais aussehen. Also im mittleren, späten Frühjahr. Und da vielleicht versuche ich da nochmal Gras mitzukriegen zum Ernten. Ne? Also einmal als Heu versuchen. Jetzt fahren wir hier rüber die Wiese rüber. Das geht nicht anders. Mit dem Steinwerk kommen wir durch die Stadt nicht durch. Durch ein Dorf, ne? What next? Die Straßen sind zu eng. Und wie gesagt, noch nicht gewachsen. Hier kürzen wir mal ein bisschen ab. Das ist eine andere kleine Wiese.
Bauhausgarten hier, können wir rüberfahren. So, liebe Schauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Dann sagen wir tschüss und ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, morgen geht's weiter. Tschüss.